herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ein cremiges Giotto-Eis machen. Ich hoffe, ihr habt auch so richtig Lust auf Eis. Dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß bei meinem Video. Als allererstes setze ich den Schmetterling ein, gebe 250 Gramm Mascarpone in den Mixtopf, 200 Gramm süße Sahne, 50 Gramm Puderzucker, Deckel aufsetzen und wir lassen das Ganze 45 Sekunden auf Stufe 3,5 leicht anschlagen. Die Creme fülle ich jetzt in eine Schüssel um. Jetzt gebe ich 9 gehackte Giotto-Kugeln in die Creme dazu. 9 Kugeln, das ist so eine Stange. Die Giotto-Kugeln habe ich vorhin ein bisschen einfach auf einem Brett mit einem Messer klein gehackt. Die gebe ich nun dazu und hebe sie etwas mit meinem Spatel unter. Und nun kommen noch 3 Esslöffel Baileys dazu. Und den Baileys rühre ich einfach mit dem Schneebesen vorsichtig unter. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt werde ich meine Eiscreme nur noch in einen Gefrierbehälter umfüllen. Und das Ganze mindestens für 4 Stunden gut durchkühlen lassen im Gefrierschrank. Am besten ihr stellt es einfach über Nacht in die Gefriertruhe, dann könnt ihr ganz sicher sein, dass ihr am nächsten Tag ein leckeres, cremiges Giotto-Eis habt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genießt auf jeden Fall das schöne Wetter und das Eis. Und mir bleibt jetzt nichts weiteres, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.